So, ein Wunderschön. Und herzlich willkommen zurück zum besten Let's Play der Welt. So. Genau. Ich bin übrigens gerade mächtig am Überlegen. Ich habe jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte oder ob ich das schon vor langer Zeit sogar schon erzählt hatte. Ich habe schon seit einer ganzen Weile mittlerweile einen Weg gefunden, die aktuelle Clicker Hero Version zu spielen. Auf PC. Oh. Das ist ja ein schöner Himmel gerade gewesen. Ja. Und da bin ich jetzt vielleicht am Überlegen, ob ich vielleicht doch nochmal nächste Woche und übernächste Woche als Ferien-Special Clicker-Heroes aufnehmen soll. Und wenn ja, ob ich das dann zusätzlich zu dem Let's Play mache? Wenn ja, wie ich das dann am besten eintakte? Und wenn nicht, ob ich das dann halt, wie gesagt, ne, ob ich das halt, ja, oder ob ich halt nur Clicker-Heroes aufnehme? Gute Frage. So, was wir jetzt zuerst machen, ist der ganze dieser ganze Kladderadatsch ins Lager. Dann gucken, ob wir ins Lager Desert Stone haben. Und wenn wir nicht sehr viel davon haben, dann werden wir mal ganz kurz einen Abstecher in die Wüste machen und mal ein bisschen Desert Stone beschaffen. Davon werden wir nämlich ein bisschen was brauchen. Wo habe ich eigentlich diesen ganzen Sand her? Wir haben noch gar keinen Sand abgebaut, oder? Ach klar, doch, gerade hier im Keller. So viel Sand haben wir da abgebaut? Lol. Ja gut, kann doch mal passieren. So, sind die Öfen mittlerweile fertig? Ja. Oh, okay, die waren nicht fertig, sondern einfach nur out of Gras. Interessant. Apropos out of Gras. Da war ja was. Das heißt, ihr kommt bitte weg. Stattdessen kommst du da rein. Ja, das funktioniert nicht. Na gut, dann halt so. So. Dann kommt die Blätter halt hier wieder mit rein. Blaubeerbuschblätter, die kann man, glaube ich, verbrennen. Weil das ist ja mein Testblätter. Und damit normale Blätter, ne? Ja, genau. Okay, sehr schön, sehr schön. So, dann kommen die guten Blätter hier wieder rein in die Kiste. So, hier haben wir auch noch so eine besondere Blätter. Die kommen dann in die anderen Öfen. Du kommst da mit rein. Der ist auch relativ voll. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Hä? Achso, sind ja jetzt ja diese Blaubeersplitter. So. Du kannst da drinnen bleiben. Ach komm. So. So. So, hat er es übernommen? Ja, hat er. Andererseits, lass dich doch mal einfach mal raus hier, ganz ehrlich. Ja, ja. Weil von denen haben wir nicht so viele, von daher, vielleicht können wir die später noch mal für was anderes gebrauchen. Die restlichen paar lasse ich auch mal hier drin in der Kiste, einfach erstmal mit Blätter, wobei davon werden wir noch ein paar bekommen. Also komm, ein bisschen kann man vorrätig halten. So, jetzt haben wir hier nur noch das ganze Scheißzeug, also. Ach komm, ich mach die mal so hier. So. Okay. Steine. Achso, hab ich vergessen, hier rauszunehmen. So, haben wir mittlerweile sehr viel. Dann gehen wir mal ins Lager und lagern die ganzen Sachen mal ein bisschen aus. Und dann machen wir uns mal auf den Weg in die Wüste. Also, angenommen, wir haben hier keine, also
Cobblestone nicht so vorrätig. Wovon ich aus... Ja, siehst du, hier haben wir nämlich gar nichts. Das heißt, Desert Stone haben wir auch eher wenig. Na gut, kann ja passieren. Kann ja sein. Ist ja. Genau deswegen haben wir vorher geguckt. Okay. Das heißt, oh, wir hatten schon massiv Silbersand. Ja, ist egal. So, das heißt, wir gehen mal in die Wüste. Vorher klauen wir uns noch ein paar Blaubeeren, reparieren unsere Axt und dann, eine Axt sollte reichen, oder? Ich meine, ich kann zur Notfall noch ein paar Stöcker mitnehmen. Stein werden wir nicht brauchen, bauen wir ja ab. Aber wie gesagt, Stöcker mitnehmen für den allergrößten Notfall. Du kommst mal damit rein. Wobei du bist aus Holz. Nee, doch. Ich lass dich einfach. Hallo? Danke. Genau, das heißt, die Axt haben wir. Die reparieren wir noch schnell. Dabei wird dann der Hammer wahrscheinlich auch kaputt gehen. Naja, fast kaputt. Ach komm. So, das heißt, wir haben eine Spitzhacke. Wir haben... Achso, ich hätte noch die Schippe reparieren können. Egal. Also, jetzt mit dem letzten Schlag meine ich das natürlich. Es war, wie gesagt, Schippe reparieren auch Verschwendung. Wobei wir hätten auch die Axt reparieren können, dann wäre es keine Verschwendung gewesen. Also hätten wir wenigstens den Rest... Ne, die Reststabilität des Hammers vor dem endgültigen Zerfall nutzen können für eine produktive Tätigkeit. Ja. Okay. So. Genau, dann haben wir eigentlich alles. Dann pflücke ich noch mal ein paar Blaubeeren, damit wir auch wirklich genug Proviant haben. Ne, weil bei Blaubeeren, da haben wir eher wenig. Das heißt, da werde ich hier noch mal ganz sachte durchgehen, um auch ja nicht zu beschädigen, damit dieses heilige Gut, von dem wir nur so ultra wenig haben, auch ja nicht kaputt geht. Ich werde alles verbrennen mit Feuer. So, oder wir können uns noch ein Schiff mitnehmen, ein Boot zum Rübersegeln. Ach komm, wir schwimmen einfach. Guckt euch diese Tiere an. Was halt noch geil wäre, wenn wir Bienen finden, ne? So für Honiggewinnung. Wir haben ja für ein bisschen Honig gefunden im Wasser. Warum auch immer die Bienen ins Wasser fliegen, ich habe keine Ahnung. Hä? Wieso kriege ich keinen Schaden? Bekomme ich etwa so wenig Schaden, dass meine Rüstung alles absorbiert? Das wäre mal stylisch. Also, irgendwie schon. Oh, okay. Also ich bekomme doch ganz, ganz bisschen Schaden. Okay, die Wüste ist doch weiter weg, als ich dachte. Stimmt ja, hier kommt ja vorher noch der Wald. Ich denke mal, wir hätten uns noch ein Boot bauen wollen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen. So. Dann gehen wir mal straight Richtung Dschungel. Oh, so viele Äpfel hier. So, hier haben wir schon mal ein bisschen Sand. Wow.
Das heißt, dann sollte es ja auch gleich mit der Wüste losgehen. Ich hoffe, diese Annahme ist richtig. Wobei, nein, hier kommt erstmal dieses Plateau. Hier kommt erstmal diese Steppe. Fuck, wo ist denn die Wüste? War die Wüste? War die dahinter? Gute Frage. Sprint mal ein bisschen hier. Heute funktioniert der Sprint ja wieder. Also, ne? Manchmal funktioniert es mit dem Aufladen nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da verbrauchst du zwar Sprint, aber der Sprint dehnt sich nicht wieder auf. Ist schon ein bisschen seltsam. So, mal hier hoch. So. Lalalala. Ich hoffe, dahinter kommt auch die Wüste. Die letzte Wüstenaufnahme ist ja mittlerweile schon ein paar Wochen her für mich. Für euch ja auch. Von daher. Ah! Das war dumm. Ich dachte, da geht das direkt das Wasser los. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier uns jetzt nicht verirren. Das wäre ganz schön irre. Und schon funktioniert es. Ach doch, jetzt lädt er die Stamina doch auf. Okay, der lädt die Stamina nur ganz schön langsam auf und jetzt wieder nicht mehr. Jetzt wieder doch. Jetzt. Whatever. So. Hier sieht es ganz interessant aus. Aber deswegen sind wir jetzt nicht hier. Von daher lasse ich das einfach mal alles hinter uns. Und jetzt müsste es direkt mit der Wüste losgehen, oder? Jetzt müssten wir die Wüste eigentlich schon sehen können. Also, angenommen, wir bauen die Welt mal auf. Ich mache mal kurz Sichtweite ein bisschen weiter hoch hier. Ja, das ist die Wüste. Ja, perfekt. Ist das schon gefreut? Aber kommt jetzt mal die Wüste oder was? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Nicht, dass ich jetzt doch erwechsel und die Wüste da war irgendwo. Das wäre natürlich äußerst blöd. Aus dahinter. Doch, dahinter. Ja, okay. Da kommst du schon. Sehr gut. Ich meine, gut, was man mit diesen kleinen Steinen machen kann, ich weiß es nicht, aber sie sehen zumindest süß aus. Das muss man schon lassen. Das muss man nicht schon. Also. So, genau. Und hier war nämlich da hinten, da ist der Eingang, wo wir letztens reingegangen sind. Und wo der Server mal so angefangen hat, so zu laggen, so ausgelastet zu sein. Wo ich bis heute nicht herausgefunden habe, woran das eigentlich liegt, aber wir werden trotzdem genau hier nochmal reingehen. Einfach aus dem Grund, weil wir bereits angefangen haben. Okay, heute geht das ja nicht hoch. Ah gut. Wir bauen einfach mal. Wobei das mit dem Lag auch nur war, wenn man hier in eine bestimmte Richtung geguckt hat. In die Richtung, glaube. Nee, noch nicht. Ha. Sehr seltsam das Ganze. Na gut. Die Frage ist, können wir jetzt hier noch ein bisschen weiter in die Tiefe? Oder eher nicht so? Ich würde mal sagen, ja. So,
nur darauf aufpassen, dass die Spitzhacke nicht kaputt geht, weil vielleicht für Spitzhacke, da wäre es doch schon ein bisschen schade drum. Weil die kostet ja immerhin gleich drei, schon wieder vergessen. Drei Barren, genau. Achso, halt, ich kann jetzt hier eigentlich so. Kann man hier später so eine Dinger hinmachen, so eine Slabs. Haben wir hier so einen schönen Eingangsbereich. Wofür das mache, ich habe keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. So, wie viel haben wir jetzt? Oh Gott, das reicht. Okay, ab nach Hause. Spitzhacke ist auch schon ganz schön lidiert. Was ist dieser Eingangsbereich hier so? Ich lasse es so. Okay, ab nach Hause. War bloß ein Kurzzeit-Gig. Ich meine, wir könnten hier auch gleich noch mehr abbauen, aber wie gesagt, die Spitzhacke ist halt schon aufgebraucht. Das heißt. Eine Ebene machen wir nochmal. Da war schon noch ein bisschen Vorrat. Für den Fall, dass wir später nochmal ein bisschen brauchen. Solange wie die Spitzhacke hält, können wir sie nur benutzen. So. Perfekt. Jetzt ist sie aufgebraucht. Jetzt ist Feierabend. Was? Oh! Jetzt leckt's wieder extrem! Jetzt nicht mehr. Jetzt auch nicht. Auch nicht. Sag mal. Ich verstehe. Was ist an dieser Höhle? Was macht diese Höhle mit meinem Server? Da, guckt euch das an. War gerade komplett ausgelastet. Habt ihr gerade gesehen, wo ich zurückgesprungen bin? Wahrscheinlich wieder hier wegen Move Too Fast. Das war der falsche. Na genau, hier. Ronix Move Too Fast, Resetting Position. Hier, das war genau gerade bei dem Peak, wo wir gerade wieder aus der Höhle rausgegangen sind. Genau das gleiche. Also diese Höhle, die ist irgendwie verhext. Irgendwas ist da in der Nähe. Wahrscheinlich, wie gesagt, unten Mob-Spawner oder sowas. Also irgendwie so ein Dungeon, wo halt Mobs drin ist, spawnen. Irgendwas ist da in der Nähe, was, wenn wir in eine bestimmte Richtung gucken, dafür sorgt, dass der Server extrem ausgelastet ist. Das ist kurios. Finde ich irgendwie geil. Ah gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, können wir gleich fertig machen. Die Folge müsste sowieso von der Zeit ja sowieso schon fast rum sein. Oh, gerade mal 19 Minuten. So, ein Wunderschön. Und herzlich. Jetzt ist sie aufgebraucht. Jetzt ist Feierabend. Habe ich mit der jetzt angefangen mit der Folge? Oder was? 35 Minuten. Ach ja, stimmt ja, weil die andere Folge. Ja, klar. Ich kam aus dem Zeitrhythmus, weil die andere Folge zu lang war. Oder zu lang geworden ist. Deswegen ist die jetzt ein bisschen kürzer. Ist aber auch egal. Feierabend. Morgen machen wir weiter. Auf dem Heimweg. Und dann können wir langsam mal anfangen, wirklich den Wasserturm zu bauen. Den Leuchtturm zu bauen. Und dann irgendwann mal auch unser Hotel weiter zu bauen.
Hatte ich das mit dem japanischen Haus reingeschrieben? Ja, genau, Hütte im japanischen Style. Das Ding ist definitiv auf dem Programm. Ich habe da so Bock drauf. Einfach weil ich persönlich halt Japan liebe. Und es umso geiler finde, dass man hier so die grundlegenden Blöcke hat, um auch ein entsprechendes Haus bauen zu können. Oder eine entsprechende, ja, Einrichtung bauen zu können. Ein ganzes Haus zu bauen, muss ich noch gucken. Weil gerade die Dächer von japanischen Häusern, die sind halt sehr kompliziert. Wobei, gut, wir wollen jetzt hier keinen Tempel bauen, sondern ein normales Wohnkomplex. Von daher, dafür sollten die Sachen schon reichen. Gucken wir dann einfach mal, wenn es soweit ist. Neue Tür für wie. Siehst du, da könnten wir gleich mal die andere Tür, die war. Wir haben ja zwei Türen gecraftet. Die können wir hier gleich mal einbauen. So, LV-Anlage haben wir geschafft. Das ist weg. Weißt du was? Dann machen wir das jetzt auch noch gleich. Da. Achso, dann müssen wir, ja, eben, müssen wir erstmal wieder nach Hause. Ach komm, ich war noch ein paar Minuten hier. So weit ist der Weg ja nicht. Dann können wir in der nächsten Folge frisch ans Werk gehen und mit dem Leuchtturm anfangen. Nachdem wir jetzt die letzten vier Folgen, also eingeschlossen dieser Folge jetzt hier, ja quasi nur auf Suche waren und Keller ausgebaut haben, wobei der Keller echt geil geworden ist, muss man so sagen. Ich finde ihn sehr, sehr schick. Ich spreche schon alleine instinktiv mittlerweile auf meine CPU-Auslastung, also nicht auf die hier, sondern auf die vom Server. Kamen wir hier nicht irgendwo hoch? Okay, doch, da kommen wir hoch. Wobei auch nicht so wirklich. Hä? Wo sind wir denn hier mal hochgegangen? Mami? Okay, ich meine, klar, doch, da hinten kommen wir hoch. Oh, ich stand gleich. Grad. Hatten wir nicht wunderschön auf. Oh! Wunderschön Aufgang? Das war mir so. Na gut. Wir haben es ja geschafft. So. Die fliegenden Inseln von Pandora. Hier fliegen sogar viele Inseln. Alter, was ist hier los? Ist ja schon wieder so eine Laune des Map-Gens. Das Ding hier sieht auch wie uns ein Tier, ne? Da ist der Kopf, da sind die Vorderpfoten, dann die Hinterpfoten, dann der Schwanz. Sieht auch irgendwie so aus wie so ein, ja, keine Ahnung was. Kamelhöcker. Was? So, solange wir das speeden wir mal ab hier. Ach ja. Also ich muss schon sagen, die Landschaft hier sieht halt optisch schon echt geil aus, auch wenn die halt kaum Nährwert bietet. Also ich meine, mit den Sträuchern kann man nichts machen, ansonsten wirklich halt nur Gras. Also mit dem Gras kann man ja auch nichts machen. Weil das ist ja dieses scheiß komische Gras. Ich meine, das hier ist normales Gras, mit dem kann man was machen, aber mit dem kann man halt absolut nichts machen. Von daher ist diese Landschaft halt relativ useless. Sieht aber geil aus, das muss man schon sagen. Ein Schmetterling. Deswegen, das Geilste wäre eigentlich so ein richtiges Add-on für Plant Life oder einfach direkt Plant Life selber umzuarbeiten.
dass so manche Sachen ein bisschen sinnvoller werden. Zum einen, dass halt hier wirklich auch solche Sachen wie diese Sträucher, ich meine, gut, daraus kann man halt Stöcker machen. Von daher geht das halt einigermaßen, aber dass zum Beispiel diese Blätter von den Sträuchern, dass man daraus halt auch irgendwie was machen kann. Oder dass zum Beispiel diese hässlichen Kack-Überbleibsel von den Bäumen automatisch despawnen. Also, ne? Plant Life ist extrem geil. Deswegen habe ich sie auch genommen für meinen Kreativserver. Aber es gibt halt auch viele Ecken und Kanten, wo man durchaus noch ein bisschen nachpolieren kann. Das muss man leider so sagen, wie es halt ist. Ach ja, ab nach Hause. Da hinten ist ja gleich unser Haus. So weit ist es ja zum Glück nicht. Ich finde es halt immer noch witzig, dass man hier auf dem Grund des Wassers halt speeden kann. Und man damit quasi mit dem Tauch schneller ist als mit dem Schwimmen. Mit dem Schwimmen. Ich meine, technisch gesehen, ja, ich weiß, warum das so ist, weil dieses Sprint-Mod einfach nur guckt, ob man auf der Erde, also auf dem Boden ist. Egal, ob man dabei selber im Wasser ist oder nicht. Von daher. Ne, aber, ne? Ist halt so ein bisschen realitätsbezogen ein bisschen fragwürdig. Ach, ist überall noch Clay, Alter, jetzt überall so viel Clay. Ich meine, ist halt relativ weit weg, das ganze Clay. Aber wenn man halt Clay braucht, ich glaube, Clay ist eine von den Sachen, sobald man irgendwo Wasser hat, hat man eigentlich auch automatisch mehr als genug Clay. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt den hässlichsten Seed hat und man weit und breit irgendwo mitten in der Wüste spawnt und man absolut kein See oder sowas in der Nähe hat, oder vielmehr Meer, ist ja hier, ist ja schon ein bisschen größer als ein See, dann könnte es halt ein bisschen knapp werden, aber ansonsten, sobald du hier einen See hast, einen richtigen großen See, so wie hier, oder halt ein Meer, oder wie es der Geier was, man findet definitiv mehr Clay, als man jemals brauchen kann. Und dann wieder auftauchen, bevor die Rüstung noch kaputt geht. Oh, Mist. Bisschen zu spät aufgetaucht. Wisst ihr, wie sieht der Rüstung eigentlich aus? Ach, die ist ja noch komplett weit. Der hat ja nicht mal, die hat nicht mal Gebrauchsspuren. Komm ich hier raus? Ja. Perfekt. Wow, die Framewelt bricht zusammen. Warum das? Achso, weil ich noch Sichtweite noch sehr hoch eingestellt habe. So. Schon besser. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also morgen dann. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf einmal so leer. Goddammit. Na gut. In dem Sinne, schau mit V. Bis dahin, bis dann.